gerade nichts mehr herstellen. Ja, dann eben nicht, sag ich dazu nur. Fertig. So, den Trank der Reise, das können wir nochmal eben trinken. 100 Erfahrung plus ist jetzt nicht unbedingt die Welt, aber... Abrax. Was kannst du mir beibringen? Achso, nee, ich will Tränke haben, brauche Tränke. Und zwar möchte ich gerne die Tränke haben. Und die Tränke haben. Und dafür kann ich dir ein bisschen was geben noch. Und so was. Und die Titan-Dinger kann ich... Obwohl, Moment, die sollte ich... Nee, vielleicht braucht der Typ die noch. Weiß ich aber nicht genau. Weiß ich echt nicht, deswegen lasse ich es lieber. Okay. Auf jeden Fall waren Kopfhandeln. Ich. Ja, Moment, ich muss mal kurz aus dem Ding rausgehen, soll ich auch Tränke. Was? Ich sollte gerne Tränken mehr. Egal. So, jetzt werde ich meine restlichen 20 Lernpunkte auf Mana verballern. Ich lebe eine. Gut so. So, werde speichern. Werde die Pots auf die Taste legen. Die Pots auf die Taste legen. Und einmal schlafen. Und dann ist es. Geht's los, Leute. Scheiße. Es geht jetzt aber Schlag auf Schlag, würde ich das mal nennen. Jetzt kann's losgehen. Es kann endlich beendet werden. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Und vor dem nächsten Abend haben wir dieses Spiel beendet. Wenn ich Glück habe, wenn ich es schaffe, wenn ich alles und überhaupt. Und oh Gott. Okay, das geht los. Vulkanfestung bitte nochmal hin teleportieren. Los geht's, Eile. Und durch da, Leute. Boah, krasser Scheiß. Okay, los geht's. Wir müssen den Weg eigentlich so großräumig wie möglich schon abgegrast haben. Das heißt, hier dürfte eigentlich uns nichts mehr wirklich entgegenstehen. Im Wege stehen. Boah, was wird das für ein Endkampf? Ich weiß es nicht. Speichern, vorsichtshalber. Moment mal, wer bist du denn? Ich mach dich fertig! Ash? Oh, ja! Ja! Was macht der denn? Ja! Was soll denn der Scheiß? Aber ich hab die doch alle getötet. Ich kann ihn nicht aufsammeln. Hm, egal. Das ist halt verbuggt, ist mir doch egal. Wir sind jetzt hier fast durch. Komm schon. Da, jetzt los. Du bist zurückgekehrt. Hast du die Rüstung? Ja, ich habe alles. Gut. Dann ist es soweit. Ich spüre es. Der Titan ist frei. Noch hat er nicht seine alte Kraft wieder. Doch mit jeder Minute, die du wartest, sammelt er seine Kräfte und wird stärker. Du hast nicht viel Zeit. Was soll ich tun? Geh zum Tor. Der Titan wird sein Gefängnis bald verlassen. Dort musst du auf ihn warten. Da ist Mendoza. Ich wusste, dass du zurückkehren würdest. Doch es ist zu spät. Das Tor ist geschlossen und der Titan wird sich erheben. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Du willst es mit einem Titanen aufnehmen? Du hast nur eine Kleinigkeit übersehen. Ohne Okular wirst du den Titanen nicht einmal sehen können. Ach ja? Dann werde ich mir wohl deins nehmen müssen. Glaubst du etwa, du kannst gegen mich gewinnen?
Du trägst Ursegors Rüstung, aber dir fehlt der Wille zum Sieg. Und deshalb wirst du, wie alle anderen, untergehen. Okay, ich hau einfach mal volle Möhre auf dich drauf, mein Freund. Ich hoffe, dass du dann einfach mit einer Mana-Ladung auf den Arsch gehst. Danke. Bingo, danke. Na, Mendoza, was hattest du denn hier so Schönes? Nicht wirklich was Tolles. Außer Ursegors Schädel hattest du, das ist ja auch nett. Ja. Ich würde sagen, es geht los. Wir tanken nochmal alles hier auf. Bisschen mal. Ah, da. Schön voll. Und das hier schön voll. So. Da würde ich sagen, speichern wir. Und drehen unseren letzten Kampf an. Ich bin jetzt mal gespannt, was jetzt passiert, Leute. Ich habe keine Ahnung. Okay, los geht's. Also kurz Shadow drauflegen. Ich speichere lieber nochmal so. Ja, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, deswegen ist es nicht unbedingt Ursegors Schädel. Was kommt jetzt? Ich kann nicht mehr steuern, es ist eine Sequenz oder etwas in der Art. Okay, wir sind schon mal in der Mitte gefangen. Okay, das ist der Titan oder was? Okay. Dann musst du jetzt leider sterben. So, kann ich jetzt einfach den zutreffen oder kann ich auf den schießen? Was? Was? Ah! Moment, da wo die Runen auftreten, verschwinden die Runen. Hallo, hallo, ganz ruhig mit Freunden. Hör auf. Weiche den Strahl auf. Was? Moment, der hat ja. Moment mal! Okay, wenn man keine Ahnung hat, was einem erblüht, dann hat man. Okay. Ja, sorry Leute, ich weiß nicht, was ich machen muss, tun sollte, beziehungsweise was für eine Kampftaktik der drauf hat. Also er kann Runen verschwinden lassen. Also die Runen, da wo die Runen sind, da verschwindet der Boden. Muss ich aufpassen, okay. Kann ich auf ihn schießen. Okay, muss aufpassen, wo ich hintrete. Kann ich. Sollte ich denn offen zugehen oder was? Der hat das, um über die Schockwelle zu springen. Okay, versuchen wir es nochmal. Also, ich muss erstmal alle Attacken von dem Typen wissen. Ansonsten wird das irgendwie nichts. Also, ganz ruhig. Also. Das erste kenne ich ja schon. Pass auf, wo du hintrittst, dann da leuchten so Dinge auf. Aber es scheint nicht so, als würde dem das bitten. Moment, ich kann. Oh, aufpassen, ich hinlaufe. Strahl ausweichen, Strahl ausweichen, Strahl ausweichen, Strahl ausweichen, perfekt. Schoss abzuwehren. Ah, okay. Muss die Schoss anscheinend irgendwie abwehren. Oh, es kommt jetzt. Oh Gott, es wird Schockwelle zu springen. Okay. Wow. Moment, muss ich die auf dem feuern? Oder was nicht mehr? Ich glaube, ich muss sie auf dem feuern, kann das sein? Um den Gegner anzugreifen, Ach, es war schon zu spät. Okay. Das heißt. Das heißt, ich muss die Geschosse auf ihn zurücklenken. Komm her, schieß. So, und jetzt wird er geschwächt. Aha. Okay, ich kann noch einmal zuschlagen.
So, schieß auf mich. Komm schon.